Und jetzt Marktcheck fragt Möller. Unser Thema heute: Kfz-Unfall. Schuldlos in einen Unfall verwickelt und dann will sich die Kfz-Versicherung des Gegners auch noch vor dem Zahlen drücken. Das passiert immer öfter. Welche Rechte habe ich und worauf muss ich achten? Unser Rechtsexperte sagt, was Sache ist. Schönen guten Abend, Herr Möller. Moment mal, schönen guten Abend. Es ist ja so, man kann noch so vorsichtig fahren. Man ist im Grunde trotzdem nicht davor geschützt, dass einem mal jemand reinfährt. Dann hat man im Zweifel vielleicht nur einen Blechschaden, hoffentlich. Aber trotzdem ist ja super ärgerlich, ne? Ja, mehr als ärgerlich. Mir ist das gerade neulich passiert. Da ist mir jemand richtig reingefahren. Mhm. Am nächsten Tag musste ich aber ins Ausland reisen. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, ich hätte einen Fachanwalt für Verkehrsrecht nehmen sollen. Da ist einiges schiefgelaufen, leider. Da wollen wir auch gleich noch drüber sprechen, wie das mit den Anwälten ist. Aber es wäre schon mal sehr beruhigend, wenn sogar Sie als Rechtsexperte darauf zurückgreifen würden. Ob und wann man sich einen Anwalt nehmen kann, klären wir noch. Aber vorher zu einer sehr ärgerlichen Situation, in die ein Marktcheck-Zuschauer geraten ist. Er war unschuldig am Unfall, soll aber jetzt auf einem Teil der Kosten sitzen bleiben. November vergangenen Jahres. Volker Ohli aus Montabaur ist mit seinem Auto auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich fährt ein anderer PKW rückwärts aus einer Parklücke und knallt ihm in die Fahrerseite. Nach dem Unfall war ich ziemlich geschockt, hatte aber Glück im Unglück durch mein großes Auto und die geringe Geschwindigkeit. Es ist keinem etwas passiert, aber der Blechschaden war trotzdem heftig. Der Schaden erheblich. Die Fahrertür kräftig eingedellt und der elektrische Außenspiegel Schrott. Nach dem Unfall habe ich den Schaden der gegnerischen Versicherung gemeldet, das Auto in meine Werkstatt gebracht und dabei hat sich herausgestellt, dass sich der Schaden auf 5000 Euro beläuft. Er lässt den Schaden reparieren. Alles scheint in Ordnung. Doch dann der Hammer. Die Versicherung des Unfallverursachers kürzt die Schadenrechnung um satte 1000 Euro. Es ist eine Unverschämtheit, dass bei einem knapp 3 Jahre alten Auto Kosten gekürzt werden für Sachen, woran ich überhaupt nicht schuld bin. Und da möchte ich auf gar keinen Fall drauf sitzen bleiben. Kräftig gestrichen hat der Versicherer zum Beispiel bei den Kosten für die Lackierung. Die sei viel zu aufwendig ausgefallen. Abzug 123 Euro. Auch beim elektrischen Außenspiegel will das Versicherungsunternehmen nicht vollständig zahlen. Abzug 215 Euro. Begründung, so ein Spiegel sei auch billiger zu haben. Abzug auch beim Wertverlust. Das Auto habe gar nicht so viel an Wert verloren, wie der Gutachter sagt, behauptet die Versicherung frech. Minus 200 Euro. Volker Ohli ist fassungslos und sucht Hilfe beim Fachanwalt für Verkehrs- und Versicherungsrecht Jens Dötsch. Der Fall Ohli ist eigentlich sehr eindeutig. Herr Ohli hat die Werkstattrechnung seinerseits bezahlt, sodass der Schädiger bzw. der Versicherer ihm auch diesen Schaden zu erstatten hat. Deshalb habe ich der Versicherung auch angeboten, wenn sie weiterhin aufrechterhält, dass die Rechnung überteuert ist, dass man sich unmittelbar mit der Werkstatt auseinandersetzen soll. Obwohl die Rechtslage eindeutig ist, kürzen viele Versicherer immer häufiger berechtigte Forderungen. So die Erfahrungen von Rechtsanwalt Dötsch. Ich habe in meiner täglichen Praxis immer mehr Fälle auf dem Tisch, wo Versicherer selbst bezahlte Rechnungen, also Rechnungen, die der Geschädigte seinerseits bereits an die Werkstatt ausgeglichen hat, kürzen und ihm diesen Schaden nicht erstatten. Dies geschieht auch sehr systematisch. Das heißt, es gibt hier Firmen, die computergestützt Rechnungen prüfen und dann eben entsprechende Kürzungen vornehmen, zum Beispiel bei den Lohn- oder auch bei den Lackierkosten. Volker Ohli kann das Verhalten der Versicherung nicht nachvollziehen. Sein Wagen ist zwar wieder in Ordnung, aber er wartet jetzt seit 4 Monaten auf die Regulierung seines gesamten Schadens. Mein Anwalt wird alles daran setzen, diese Beträge einzufordern. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir klagen. Das alles kostet Zeit und Nerven, für die er wohl keinen Schadenersatz bekommt. Das kommt noch hinzu, Herr Möller. Ich muss jetzt aber sagen, das hielt ich jetzt auch schon für selbstverständlich, wenn ich unschuldig bin an dem Unfall, dass ich meinen Schaden
erstattet bekomme, oder? Davon kann man eigentlich auch ausgehen, denn die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sagt grundsätzlich, und das zieht sich durch die vielen Urteile des BGH, dass ich den Schaden von der Unfallversicherung und vom Schädiger zurückverlangen kann, der mir tatsächlich entstanden ist. Es muss so gestellt werden, als hätte ich den Unfall gar nicht gehabt. Okay, dann gehen wir es doch mal ganz grundsätzlich durch. Also was für eine Reparatur kann ich denn verlangen? Man kann ja auch verstehen, dass die Versicherungen sich natürlich auch in unserem Interesse schützen wollen vor zu hohen Kosten. Ja, natürlich kann man das verstehen. Aber auch da ist die Rechtsprechung eindeutig, die sagen, auch der Geschädigte hat eine Schadensminderungspflicht. Das heißt, er kann nur die Kosten verlangen, die wirtschaftlich notwendig sind, die zweckmäßig und auch dann tatsächlich von der Wirtschaft her getragen werden. Also er kann nicht einfach sagen, ich will jetzt einen Neuwagen haben, obwohl ich einen alten habe. Ganz einfach, wenn der Wagen unter 3 Jahre alt ist, kann ich mehr verlangen, kann ich ihn in einer Markenwerkstatt reparieren lassen. Wenn ich einen Wagen habe, der 8, 9, 10 Jahre alt ist, muss ich in eine freie Werkstatt gehen, da sind die Verrechnungssätze wesentlich preiswerter. Das bekomme ich dann nur erstattet. Ich kann ihn dann nicht in eine Markenwerkstatt geben. Da kann es dann unter Umständen für ein älteres Auto auch mal ein gebrauchtes Ersatzteil sein. Da habe ich keinen Anspruch auf ein neues, wenn ich ein altes Auto habe. Sehr oft gibt es ja auch Streit beim Thema Mietwagen. Muss die gegnerische Versicherung mir einen zahlen, wenn ich unschuldig bin an dem Unfall? Das ist einer der meisten Streitpunkte. Vielleicht 3 Anmerkungen dazu. Ich kann mir natürlich einen Mietwagen nehmen, der bezahlt werden muss. Allerdings, auch das sagt die Rechtsprechung, ich darf nicht den teuersten und muss auch nicht den billigsten nehmen, ich muss vergleichen. Wenn mich die Unfallversicherung am nächsten Tag anruft oder anschreibt und mir sagt, hier ist ein Mietwagenunternehmen, da bieten wir Ihnen den Mietwagen an, muss ich den nehmen. Die einzige Ausnahme, ich habe bereits einen Mietwagen, der nicht teurer ist. Das ist aber ich persönlich würde einfach sagen, der tatsächlich den Unfall hatte, sollte man überlegen, nehme ich nicht eine Nutzungsausfallentschädigung. Das heißt also, für den Tag bekomme ich, sagen wir mal, 50 Euro. 10 Tage fahre ich mal mit dem Bus, das ist unbequemer. Aber ich bekomme 500 Euro und das ist manchmal viel mehr wert, als den Wagen tatsächlich einen Mietwagen zu nehmen. Könnte ein guter Tipp sein. Super, Herr Möller, danke schön. Ja, was helfen kann nach einem Unfall, ist auch ein Gutachten, das festhält, wie hoch der Schaden an meinem Auto eigentlich ist. Aber wer übernimmt eigentlich diese Kosten? Ein kleiner Parkplatzrempler ist schnell passiert. Gut, wenn es beim Blechschaden bleibt. Doch selbst bei kleineren Schäden kommen schnell mal 1.000 Euro zusammen. Und wer weiß schon, wie es unter dem Blech aussieht? Wie ist es, wenn ich keine Schuld am Unfall habe? Darf ich dann auf Kosten des Verursachers einen Gutachter meiner Wahl beauftragen? Oder muss ich einen Experten der Versicherung akzeptieren? Das wollen wir zusammen mit unserer Justitia in Tübingen wissen. Den Passanten stellen wir die Frage: Muss die Versicherung des Unfallverursachers meinen Gutachter bezahlen? Bei einem größeren Schaden ja. Ja, ich denke schon, weil es nicht mein Verschulden war. Nein, ich glaube, dass der Gutachter von jemandem neutral bestimmt werden sollte. Glaube ich nicht. Ich glaube, also ich darf das schon jemanden mir hinzuziehen, aber der andere darf halt entscheiden, wenn er zahlt. Dann ist es ja quasi die Schuld der anderen Person. Und dementsprechend müsste es die andere Person dann auch bezahlen, also das Gutachten. Also eigentlich denke ich ja. Also ich würde es mir wünschen. Ja, in Zusammenarbeit mit meiner Versicherung. Einen unabhängigen Gutachter, ja. Das Ergebnis? 8 von 10 Tübingern sagen ja. Die gegnerische Versicherung muss meinen Gutachter bezahlen. Und was sagen Sie, Herr Möller, muss sie oder muss sie nicht mein Gutachten bezahlen? Sie muss bezahlen. Ganz kurz und bündig, ja, es sei denn, es handelt sich um Bagatellschäden. Was ist denn ein Bagatellschaden? Die Rechtsprechung sagt so etwa bis 1.000 Euro. Ich persönlich würde sagen, heute so 1.500 Euro. Das ist ein Bagatellschaden. Da sollte man in eine Werkstatt fahren, sich einen Kostenvoranschlag geben lassen. Und dann kann man weitersehen, was man dann machen will. Mhm. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wir reden über Unfälle, in die man unverschuldet reingeraten ist, also wo man nicht Schuld hat. Hintergrund ist, dass einige Versicherungen da Rechnungen kürzen des Geschädigten, obwohl er ja eigentlich Anspruch darauf hat, dass der Schaden ausgeglichen wird. Da hilft natürlich dann ein Anwalt. Aber wer zahlt den eigentlich? Muss mir den auch die gegnerische Versicherung finanzieren? Das kommt darauf an. Ich würde raten, wenn es ein größerer Unfallschaden ist, unbedingt zum Anwalt gehen. Es gibt sogar ein Oberlandesgericht, das sagt, wenn man keinen Anwalt nimmt, ist das fast schon fahrlässig. Okay. Andere sehen das ein bisschen anders. Wenn es sich um Bagatell
Schäden handelt, würde ich sagen, zunächst nicht. Da würde ich sehen, wie hoch ist der Schaden. Macht die Versicherung dann Probleme, sofort zum Fachanwalt für Verkehrsrecht. Also unter diesen 1.500 ja. Euro vielleicht noch mal kurz nachdenken. Drüber auf jeden Fall Anspruch ja, auf den von der gegnerischen Seite finanzierten Anwalt. Gut zu wissen. Was ja auch immer wieder ein großes Thema ist nach Unfällen mit Blechschäden, die sogenannte fiktive Abrechnung. Unterwegs auf einer Landstraße. Schon seit einiger Zeit zuckelt Kurt hinter einem Viehtransporter her. Statt der erlaubten 70 kann er nur 50 fahren. Ihm reicht's. Blinker setzen und überholen. Plötzlich, ohne Blinken, biegt der Transporter nach links ab. Kurt kann den Zusammenstoß nicht verhindern. Sein Auto schwer beschädigt. Laut Gutachter ein Schaden von 7.600 Euro. Das muss mir der Viehtransportfahrer bezahlen. Schließlich ist er schuld. Weil Kurt noch nicht weiß, ob er den Wagen reparieren lässt, will er den Schaden fiktiv abrechnen. Doch da hat die Versicherung des Unfallverursachers ganz eigene Regeln. Die Kosten für den Transport zum Lackierbetrieb gestrichen. Solange nichts transportiert wird, zahle sie nicht. Außerdem kürzt sie übliche Aufschläge auf Ersatzteilpreise. Die würden ja gar nicht anfallen, so der Versicherer. Abzug insgesamt mehrere hundert Euro. Nicht mit mir, denkt Kurt und zieht vor Gericht. Und das Oberlandesgericht München gibt ihm recht. Versicherer müssten für übliche Reparaturkosten auch bei fiktiver Abrechnung aufkommen. Und dazu gehörten hier auch Transport zum Lackierer und Preisaufschläge. Die Versicherung muss Kurt also den ganzen Schaden von 7.600 Euro ersetzen. Okay, Herr Möller, also unabhängig davon, ob ich die Reparatur an meinem Auto tatsächlich durchführen lasse oder nicht, kann ich die Reparaturkosten in vollem Umfang geltend machen, ja, richtig? Ja, ich kann sie geltend machen, entweder dass ein Gutachten das berechnet oder durch einen Kostenvoranschlag in der Werkstatt. Das geht. Und auf welcher Basis erfolgt dann diese fiktive Abrechnung? Also das kann entweder das Gutachten sein oder eben ein Kostenvoranschlag oder eben aus der Werkstatt. Beides ist möglich. Genau, so ist es. Gibt es auch einen Haken bei diesem fiktiven Abrechnung? Ja, allerdings, was die wenigsten wissen, zum Beispiel bei der fiktiven Abrechnung, muss ich den Wagen 6 Monate weiter behalten. Das heißt, ich muss ihn besitzen, ich kann ihn nicht verkaufen in der Zeit. Und es gibt nicht die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer. Die wird natürlich rausgerechnet, weil die fällt ja erst bei der richtigen Reparatur an, bei der konkreten, bei der fiktiven nicht. Also da muss ich drauf verzichten. Ansonsten muss ich aufpassen, wir haben das im Film sehr schön gesehen, gerade bei der fiktiven Abrechnung entwickeln die Unfallversicherungen sich ja doch eine hohe Fantasie, alles, was sie kürzen können. Also da muss ich ein bisschen aufpassen. Und wenn ich dann den Wagen später vielleicht doch noch mal reparieren lassen möchte und die Umsatzsteuer vielleicht doch wieder anfällt, dann? Das geht teilweise. Also da ist die Rechtsprechung nicht einheitlich. Ich kann nicht einzelne Teile sozusagen konkret dann wieder abrechnen, sondern ich kann einen Teil fiktiv abrechnen und einen anderen Teil kann ich in der Tat konkret abrechnen. Das geht. Aber auch da würde ich zum Anwalt raten, denn der kann genau ausrechnen, was sinnvoll ist, dass ich keine Verluste erleide. Okay, aber fiktiv ist und bleibt dann fiktiv. Okay, Herr Möller, wichtiges Thema. Irgendwann kann es auch den vorsichtigsten Autofahrer mal erwischen, dass ihm jemand reinfeiert und schon hat man einen Unfallschaden. Dann ist es wichtig, seine Rechte zu kennen, aber dafür haben Sie ja uns. Sie müssen nicht erst mühevoll recherchieren. Das Wichtigste zum Thema Kfz-Versicherung und Abrechnung steht online bei uns unter swr.de/marktcheck.